Gute grüßt euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rideouts. Ich habe mir überlegt, ich werde mal ein paar Motorrad-Apps für euch testen und wir beginnen heute mit der Touren-App Kalimoto. Also das ist die App. Wenn ihr die neu runtergeladen habt, dann zieht die sich erstmal aus eurem Umkreis von eurem aktuellen Standort, zieht die sich die Karte raus und bei der kostenlosen Version könnt ihr auch nur in dem Bereich bleiben. Das gleich schon mal vorab. Wenn ihr bundesweit oder europaweit Touren planen wollt, müsst ihr euch diese Premium-Version kaufen. Ist also ja, schon mal ein kleines Manko, aber kann man ja irgendwo auch verstehen. Gehen wir direkt mal ins Menü rein. Ja, seht ihr da, bist du außerhalb der Karte, kommt direkt hier, kauft hier Premium. Genau. So, da haben wir das Menü. Dann können wir direkt mal hier auf Rundtour klicken. Das finde ich ziemlich cool. Gerade so für zwischendurch, wenn ihr einfach mal eine schnelle Runde fahren wollt, die hier einfach an, wie weit ihr ungefähr fahren wollt, euren aktuellen Standort, egal wo ihr gerade seid, auf Erstellen. Dann rattet er kurz durch. Ja, und zeigt euch hier direkt mal eine kleine Rundtour an. Und was ganz cool ist, also wie gesagt, ihr habt hier direkt mal die Kilometerzahl, durchschnittliche Zeit, wie lange das ungefähr dauert. Und hier unten, ja, dieser rote Balken, jetzt sind wir schon in der Navigation drin. Das Bild ist eigentlich auch schön klar. Das werden wir dann gleich mal beim Fahren gucken, wie es aussieht. Aber wie gesagt, hier unten dieser Balken mit der 60 jetzt, das ist so eine Skala, die euch anzeigt, wie anspruchsvoll die Tour ist, wie viele Kurven drin sind und so weiter und so fort. Was gibt's noch? Hier auf Menü. Planen könnt ihr dann komplett frei wählen. Startort, Zielort und zwischendrin so verschiedene Punkte eingeben, die ihr anfahren wollt. Und bei Touren zum Beispiel, also das sind jetzt so die drei Punkte, die ich bisher mal ausprobiert habe. Da habt ihr hier von anderen Nutzern die Touren, die sie gespeichert haben und hochgeladen haben. Die könnt ihr dann quasi, sofern sie bei euch im Bereich sind, ansonsten braucht ihr wieder Premium, ja, wie bei allem, könnt ihr die nachfahren. Und hier auf meine Touren, da habt ihr dann so Sachen, die ihr mal irgendwie geplant, gespeichert, abgefahren habt, wie auch immer. Hier zum Beispiel so meine kleine Hausstrecke, wenn ich irgendwie Testfahrten machen muss. Wie gesagt, Bedienung und so weiter, alles sehr, sehr einfach. Wie ich finde, Menü ziemlich klar und übersichtlich, gibt nicht zu viel Quatsch, den wir eigentlich gar nicht brauchen, der einen nur verwirrt. Ja, würde ich sagen, quatschen wir nicht mehr lang, sondern fahren direkt mal eine Runde und dann gibt es zum Abschluss noch die letzten Worte zur App. You can try and kill me, try and gun me down, shoot your pistol at me, laugh at the sound. Zum Fazit. An und für sich finde ich die App klasse, ist schön strukturiert aufgebaut und das Menü ist sehr selbsterklärend, da findet man sofort rein. Auch das Bild bei der Navigation war wirklich super, kein unnötiger Schnickschnack und sonst irgendwas. Allerdings, da müsst ihr darauf achten, solltet ihr euch Offline-Karten runterladen, denn sonst passiert es euch wie mir, ihr kommt an irgendeinem Punkt, wo das Internet abreißt und dann steht ihr da. Und sobald ihr dann wieder irgendwo Internet habt, berechnet die nicht neu, sondern ihr müsst eine neue Tour starten. Das fand ich halt echt ein bisschen nervig. Dann noch ein Kritikpunkt, finde ich, ist, wenn ihr Premium kaufen wollt, es ist ein bisschen unübersichtlich. Ihr habt hier einmal das blaue Abo für 4,99 die Woche. Ich gehe mal davon aus, dass das die Vollversion ist mit allen Premium-Funktionen und allen Karten. Und dann das rote Abo für 77 Cent die Woche bzw. 39,99 im Jahr. Und da kann ich halt auch nur spekulieren, was da jetzt alles mit drin ist, was das beinhaltet. Kann man ja auf den ersten Blick einfach nicht sehen. Ich schätze mal, dass das rote die Abo-Version von der Variante hier unten ist, die man für einmalig 69,99 kaufen kann. Aber wie gesagt, ist nicht direkt ersichtlich. Ja. Kann ich euch die App empfehlen? Ja oder nein? Ja, unter gewissen Voraussetzungen. Wie gesagt, die App an sich finde ich echt super, wie die aufgebaut ist und so weiter. Das passt alles, aber auf Dauer müsst ihr definitiv Geld in die Hand nehmen. Und da sehe ich persönlich zwei Möglichkeiten, wie man das sinnvoll nutzt. Entweder man kauft sich dieses Kartenpaket für 69,99 oder aber wenn man einen Motorradurlaub plant, holt man sich dieses Premium-Abo für die Zeit, kündigt das danach wieder und beim nächsten Urlaub kann er sich das ja...
Oder aber wenn man einen Motorradurlaub plant, holt man sich für die Zeit das Premium-Abo, kündigt es danach wieder und beim nächsten Urlaub kann man sich das ja dann wieder buchen und dann wieder genauso machen. Da kommt man relativ günstig dabei. Das war's auch schon mit dieser Folge. Wenn ihr Bock auf mehr Tests habt, schreibt es unten in die Kommentare. Macht auch gerne mal ein paar Vorschläge, welche Apps ich jetzt noch testen soll. Die Kalimoto-App verlinke ich euch schon mal in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.